Russlands Präsident Putin reagierte am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg auf die mögliche EU-Perspektive für die Ukraine. Die Europäische Union sei im Gegensatz zur NATO keine militärische Organisation, so Putin. Es sei die souveräne Entscheidung jedes Landes, Wirtschaftsbündnissen beizutreten oder nicht. In der Vergangenheit hatte Putin immer wieder Druck gemacht, um eine Annäherung der Ukraine an die EU zu verhindern. In seiner Rede verurteilte Putin vor allem die westlichen Sanktionen. Auftritt in turbulenten Zeiten. Russlands Präsident Putin versprüht Selbstsicherheit auf der Bühne in St. Petersburg. Schuld an der schweren Krise seien die USA. Die Sanktionen des Westens gegen Russland seien nicht durchdacht. Der wirtschaftliche Blitzkrieg gegen Russland hatte von vornherein keine Chancen auf Erfolg. Die Sanktionspolitik ist eine Waffe, die in zwei Richtungen wirkt. Das zeigt die Praxis. Sie fügt etwa genauso viel oder sogar mehr Schaden jenen Ideologen zu, die sie geschaffen haben. Russland werde seine eigene Wirtschaft ankurbeln und umbauen, so Putin. Die EU dagegen werde leiden. Im Publikum reiche Russen, die viel Geld durch Sanktionen im Ausland verloren haben. An sie eine klare Botschaft. Unser Land hat ein gigantisches Potenzial und es gibt so viele Aufgaben hier, die zu erledigen sind. Also investieren Sie hier. Das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Es nannte sich einst das russische Davos. Doch seit den Sanktionen ist Russland stärker auf sich bezogen. Made in Russia. Es treten kaum internationale Gäste aus dem Westen auf. Dafür sind Vertreter der Taliban gekommen oder aus Saudi-Arabien. Selbst Chefs von Staatskonzernen prognostizieren Russland eine zweijährige Rezession. Die westlichen Sanktionen sind für Putin ein historischer Wendepunkt, bei dem es kein Zurück mehr gibt. Die schweren Vorwürfe gegen die USA oder auch gegen Europa sind aber auch ein Signal nach innen. Schon bei früheren Krisen ist es Putin erfolgreich gelungen, so die eigene Bevölkerung unter sich zu einen.